Hallo? Hallo, hier ist der Norman. Ja, hallo Herr Neumann. Wir waren eigentlich schon beim Du, oder? Ja, wir waren schon beim Du, ja. Okay. Ich habe mich gerade mit dem Hans-Peter bei der Dieselherstellung verabredet, dass wir mal eine Besichtigung machen und gucken, was die ganze Geschichte wert ist. Weil wenn wir das Zeug für die Fabriken über die Gemeinde verkaufen wollen, beziehungsweise versteigern, sollten wir ja den Basispreis wissen. Also bei der Dieselproduktion einmal treffen. Die Frage wäre, ob du vielleicht die andere Seite von Schwatzing checken könntest. Weißt, dass du guckst, was da hinten rechts, da unten war nochmal irgendwas, was da die Dinger wert sind. Also Mehlfabrik, Genau, also einfach so. Kirschplantage mache ich auch noch Jo, wir gehen links hoch. und Palettfabrik mache ich auch noch. Pellets. Es sind insgesamt sechs Komposter, muss noch irgendwo sein. Komposter ist unten beim Hafen Süd. Dann machst du doch den. Und wir machen das Sägewerk, die Pelletproduktion und die Raffinerie. Ja. Gut, dann bis später. Bis später. Tschüss, danke. Oder Ei, hier verfährt man sich ja. Komme ich jetzt dahin, wo ich hin will? Sieht eigentlich. Theoretisch sieht es gut aus, praktisch bin ich mir nicht ganz so sicher. Ah ja, doch, da steht schon einer. Hallo. Hallo. So, ich habe jetzt gerade dem Herrn Neumann noch Bescheid gegeben, dass der die anderen drei Dinger anguckt. Und da gucken wir jetzt mal hier die Raffinerie an. Das Sägewerk und die Pelletproduktion. Ja. So, müssen aber ein bisschen auf die Tube drücken. Ja. Dass wir hier wissen, was los ist. Was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwo eine Anzahl, wie viel da reingeht? Mal Hier. gerade gucken. 500.000 Barrel. Raps und Sonnenblumen. Ich notiere mir das mal. Ja. Raps, Sonnen, Kompost und Diesel. Wo findest du das denn? Ich finde das nicht. Steuerung G. Hab ich. Kein LU. Moment. Ah. Gemeinde. Da. Also, diese kann man ja, glaube ich, sehr teuer verkaufen. Ich schaue da mal nach. Ja. Deswegen würde ich den Preis grundsätzlich schon höher machen. Ich denke, wir müssen. Hä? Da ist hier gar kein Verkaufspreis angegeben. Ja. Kannst die Produktion gar nicht. Du kannst gar keinen Diesel verkaufen. Kannst nur für dich, fürs uns nutzen. Wobei, vielleicht ist es lukrativ für den einen oder anderen, weil das LU braucht ja Diesel. Das stimmt. Ja, Okay. das stimmt. Aber ich würde es grundsätzlich etwas teurer ansetzen, weil, wie gesagt, guter Rohstoff, der sich gut verkaufen lässt. Aber jetzt können wir gleich noch mal kurz reingucken, was das Sägewerk braucht. Das macht Leer- und Bretterpaletten. Da brauchen wir Hackschnitzel. Und es kommen Bretterpaletten oder Leerpaletten raus, wobei man, glaube ich, für die Kirschproduktion brauchen wir nur Leerpaletten. Ne, brauchen wir gar nicht. Hä, für was brauchen wir Paletten? Nichts im Ah, Komposter, ich doch, schau mal. für Pelletfabrik, da brauchen wir Leerpaletten.
Okay. Also ist eigentlich bloß für Leerpaletten interessant. Wetterpaletten. Mhm. Das ist ja jetzt nicht so. Ja, hier die Mehlfabrik braucht auch Paletten. Ah, Bretter braucht, glaube ich, keiner. Nö. Ja, kann man ja dann deaktivieren. Ist Jo. ja kein Thema. Okay, es kommen Leerpaletten und Hack raus. Okay, und dann müsste man noch gucken nach. Was habe ich gesagt? Pelletfabrik. Da brauchen wir Hackschnitzel oder Stroh. Das ist interessant. Pellet. Warum kann ich das denn hier nicht deaktivieren? Weil nicht in Besitz. Ach ja. Oder weil nichts drin. Warte mal, Autostadt kann man ausstellen. Also Stroh, da brauchen wir Stroh oder Hack. Geht das hier? Nö, geht nirgendwo. Was? Es gehört ja hier der Stadt. Ja. Leerpaletten und da kommen Pellets raus. Aber in der Stadt werden gar keine Produktionen angezeigt. Doch. Die Diesel links. Nö, auch nicht auf der Karte. Bei mir schon. Und ich habe LU. Ja, bei dir. Jetzt. Geht nicht, naja. Mal Egal. reinscrollen. Wie reinrollen. Ja, wenn du zu weit draußen bist, dann wird's nicht angezeigt. Ach ja. Ja, hier wird's. Geh nochmal hier in die Stadt. Nö. Ja, wenn du in der Stadt bist, wird's nicht angezeigt. Nö. Auch wenn ich auf der nächsten Zoom-Stufe bin. Stimmt, vielleicht weil ich beim. Vollkommen. Hallo? Hallo. Servus. Ich wollte mal fragen, ob man die Mehlfabrik oder sowas kaufen kann. Ne, das wird alles nächste Woche versteigert. Wir sind gerade dabei, die Werte zu ermitteln. Ah, okay. Und dann gibt es nächste Woche Versteigerung. Weil ich bin nämlich an der Mehl. Ja, das werden öffentliche Versteigerungen. Wir sind gerade wegen Grundpreis an Ermitteln. Und dann kann jeder theoretisch da mitsteigern. Wer Interesse hat. Hast du gehört? Ich glaube, der ist im Funkloch, ey. Glaube ich auch. Naja, dann lege ich halt mal wieder auf. Ja, jetzt ist gut. Hallo, jetzt ist gut. Scheiß Telefon hier. So, jetzt. Die Technik heutzutage, ne? Schlimm. Okay, dann bis Hey, jetzt da bist du ja doch wieder. wieder dran. Ja. Alter, ich brauche ein neues Telefon. Schmeiß hier, glaube ich, mal in den Container rein. Okay, also, okay. Das ist komisch, ja. Wahrscheinlich sind die auf den Hof 5 geschrieben als Landhandel. Das könnte sein. Also entweder auf 5 oder auf Landhandel. Und dann brauchst du LU. Je nachdem. Okay, aber dann wissen wir ungefähr, dann würde ich jetzt gerne noch das Sägewerk kurz angucken. Ich glaube, da kommen wir noch schnell hoch. Ja. Zur Pelletfabrik schaffen wir es, glaube ich, nicht. Wobei ich gerade mal auf die Karte gucken muss. Pelletfabrik, die ist wo? Die ist oben in der Mitte. Ach so. Oh, was denn hier?
Guck mal hier. Ja. Wo? So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, zum Sägewerk ging es irgendwo hier hinten, oder? Nee, wo geht's denn zum Sägewerk? Weißt du das? Nö. Aber komm mal mit. Wir können, glaube ich, auch kurz rüberlaufen. Ja, das Spaziergängchen tut deiner Leber gut. Ja. Kommt man da ist da überhaupt ein Weg hin zum Sägewerk? Eigentlich sollte hier eines sein. Ich weiß nur nicht wo. Hier. Ah, hier. So. Ah. Mhm. Ah, okay, von der Straße weg. Also da weiß ich, dass der Harry Interesse hat an dem Teil hier. Ja, das ist mir bewusst. Ach, guck mal, hier ist auch nur so eine schöne Anzeige. Ja. Brauch Hackschnitzel und kommen da Wehrpaletten raus. Ja, so billig Presssparen Europaletten. Mhm. Fallen auseinander beim ersten Regen. Ja. Okay, naja, das sieht ja nicht mehr so gut aus. Ja, das sieht echt ziemlich alt aus und ziemlich, als ob das. Ah ja, okay. Habe ich gerade auch gedacht. Hatte. Ja, aber ordentliche Stämme haben sie hier noch liegen. Ja. Rotbuche oder so. Und Bratterpaletten. Ja. Okay. Gut. Dann bin ich mal gespannt. Schaffen wir es jetzt vielleicht doch nochmal rüber zum Pellet-Dings? Nee, glaube ich nicht. Wo sind die? Ganz oben beim alten Landhandel. Mit einem Auto schaffen wir es bestimmt. Na, dann Attacke. Hm? Ich gebe Gas. Ja, aber nicht zu viel. Nee. Guck mal, ich bin sogar rückwärts schnell, so schnell. Bis der Baum kommt. Bis der Baum kommt. Okay. Das Sägewerk habe ich eigentlich gedacht, ist besser in Schuss. Hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht. Aber Holz ist ja eigentlich auch ein sehr lukratives Geschäft. Ja. So. Papa. Jo, ich probier's. Fahr nicht so schnell und war kein Unfall. Gemeindefahrzeug ist egal. Wow, ich hab mein eigenes. Warum? Weil so. Das war jetzt nicht dein Ernst. Dachte, ich muss da abbiegen. Ah. Ups, also. So, Attacke. Hast du dir eingebildet, da ist ein Weg oder was? Einbildung ist auch eine Bildung. Das hat schon meine Oma gesagt. Wie war das mit Vorfahren? Fahr vor. Wie war das mit Vorfahren? Vorfahrt. Vorfahrt gewähren. Landausflug oder was? Offroad. Aber pass mal auf. Gleich links. Jo. Ich meine, mein Ram und rechts. Hält das. Mein Ram hält das aus, wenn ich durchs Gelände fahre, aber dein Audi. Der auch. Du meinst der auch nicht. Hä? Ich glaube, wir von hier. Ich glaube, von hier müssen wir wieder laufen. Ja, funkert, wenn ich 5 Meter neben dir stehe. Ah, hier, warte, da hinten ist der Weg. Hä, geht das denn? Hä? Ja, ist ganz schön verzwickt hier. Das ist komplett verwirrend. Müssen wir gleich mal gucken, wo es da herkommt und wo es da hingeht. Er ist ja auch mitten im Nirgendwo hier. Ja, aber dann könnte Jürgen eine neue Straße bauen. So, ja, auch ein bisschen an die
Wirtschaft denken hier. So, das ist der. Genau, hier kommen die Paletten rein. Da kommen die Hackschnitzel oder das Stroh rein. Und hier kommt das Fertige raus. Also, das sieht noch relativ gut in Schuss aus. Sogar das Gebäude sieht relativ neu aus. Ja. Ein krass großes Silo, ey. Oh ja. Was haben wir denn hier? Ich muss nochmal reingucken. Komme ich hier hoch oder bin ich zu fett? Das werde ich dir nicht sagen. Ich bin zu fett. Was hat man hier? Warum ist denn das nicht sortiert, ey? Ist beim neuen Tablet ist es gut. Das ist jetzt. 1 Million Stroh oder Hackschnitzel passen rein und 1 Million Pellets kommen raus. Passen auch rein. Heftigst. Ja, und 120.000 Liter Leerpaletten. Ja, jetzt bin ich gerade nur. Okay. Ja, das Problem ist bloß, wenn du dir das kaufst, dann bist du abhängig vom Ding, vom Harry. Ja. Wenn der keine Paletten liefert, dann bist du hops. Ja, richtig. Ja. Aber das ist ja dann nicht unser Problem. Naja, wenn ich die Pelletsfabrik kaufen möchte, dann schon. Ja, das ist die andere Sache. Aber vielleicht kann man auch welche importieren. Vielleicht. Normal geht es. Sollte gehen, ja. Guck ich gerade mal. Nee. Nee, doch. Du musst auf Leerpalette klicken. Dann kannst du hier. 10.000 kosten 16.000. Verstehst du wie? Ach so, automatisch. Okay. Nee, du klickst auf Leerpaletten. Ja, dann ist es gelb und dann kannst du unten Maximum auswählen. Nö, ist bei mir nicht. Nur wenn ich auf Pellets klicke. Du gehst links auf Leerpaletten. Ja. Palettfabrik. Dann kannst du auf Strohhackschnitzel klicken. Ja. Da kannst du auf. Und dann kommt unten nochmal. Kaufen, Maximum hinzufügen. Nö, das ist. Komisch. Okay, vielleicht hast du auch da keine Rechte. Aber dann wird's eigentlich gar nicht sehen. Ja. Okay. Pellets kann ich ja. Das dann machen. Ja. Aber Pellets? Also zumindest rausholen. Naja, geht ja gerade eher theoretisch schon. Okay, gut, dann haben wir eigentlich alles besichtigt und sind auch am Ende angekommen. Schon. Ja. Und darum würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da oder alles. Schaut beim Tigerfarm 34 vorbei, auch wenn er nicht aufgenommen hat. Ja. Und... Bis morgen. Tschüss. Tschüss.